Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Uh-oh. And if I fight, will I... Herzlich willkommen zur Resort- bzw. Chalet-Dorfführung des Anno Dazumal, wo dein Urlaub Geschichten schreibt. Und das Chaletdorf ist in diese Richtung nach oben. Kommt mit! Die Tiefgarage, also hier kann man Autos parken, dann wird man auch nicht eingeschneit. Es gibt auch eine kleine Radlgarage, wo man, wenn man ein E-Bike hätte oder einfach ein normales Fahrrad, das da drin parken kann. Und gleich daneben ist auch die Rezeption bzw. der Eingang. Alles wunderschön dekoriert. I will stay to find every hidden sign. Hier ist die Rezeption, es gibt einen kleinen Sitzbereich, man kann sich anmelden. Hier bekommt man auch ein Riesenpaket mit Informationsbroschüren, die man direkt am Eingang bzw. direkt, wenn man ankommt, bekommt. Also es ist sehr, sehr nett hier eingerichtet. Hier kann man sich anmelden und dann wird einem auch das Chaletdorf gezeigt und auch das Zimmer bzw. das Chalet. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh. Hier ist das Dorfgasthaus, die Ratschkattel. Es hat zum einen, ist wie ein Gasthaus, also es gibt ein paar Gerichte. Es öffnet normalerweise um 3 Uhr nachmittags und schließt, wie Sie so schön gesagt haben, wenn der letzte Gast geht. Also wer es rausfordern will, kann ja hier gerne mal bis in die Puppen bleiben. Es gibt verschiedene Getränke. Hier ums komplette Eck rundum kann man sitzen. Es ist wie ein Restaurant. Ich muss sagen, die Spinaci-Pizza hatte ich schon, die war sehr, sehr lecker. Ja, hier ist auch der kleine Barbereich. Und hier geht es schon los mit den Chalets, den Wohnungen. Komplett rundum. Um die Ratschkattel kann man wohnen. Hier, falls ihr euch erinnern könnt, wir haben einen Kamin im Zimmer. Kann man sich jederzeit neues Holz holen. Das wird auch immer aufgefüllt, wenn man den Korb hinstellt. Wenn man, wie ich, den Korb nicht hinstellt, bekommt man alles so hingelegt. Man kann es einfach einräumen und mitnehmen, kann sich jederzeit nachheizen. Also ist meiner Meinung nach super cool gemacht. Dann gibt es hier einen kleinen Dorfbrunnen, der einfach das Ambiente richtig schön macht. Das ist auch alles so schön bepflanzt. Gestern sind ein paar Rasenmäherroboter rumgefahren. Also es ist wirklich sehr, sehr witzig hier. Hier, es gibt Frühstück aufs Zimmer. Hier kann man seinen Frühstückszettel einwerfen. Auch nochmal eine kleine Dekoration. Und das hier, warte, ich habe meinen Schlüssel dabei. Hier kann man seine Ski aufsparen. Beziehungsweise, wenn man Lust hat, auch Schneeschaufeln oder Ski abkehren oder Auto abkehren, wie auch immer. Das ist ein kleiner Spind außerhalb des Zimmers. I am done. I will stay to find. Und hier findet ihr die Badehütte bzw. den Wellnessbereich. Taking all my roads to you. Uh-oh. Gerade ist es noch ein bisschen duster, der Bereich hat an sich noch geschlossen.
Hier gibt es verschiedenste Tees und Äpfel zum Entspannen, auch einen Brunnen. Hinter euch sind Saunen und hier ist der Wellnessbereich bzw. der Ruheraum, in dem ich gestern auch ein paar Stunden verbracht habe. Es ist richtig schön entspannend hier und man hat einen wunderschönen Blick auf den Gletscher. Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all weiter mit den Chalets. For all your lights, giving my light back to you. Hier ist mein fürstliches Chalet und es gibt noch ein paar weitere Chalets vor und neben mir. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Man wohnt mit traumhaftem Blick auf den Gletscher hier im Anodazu mal. Das war es soweit von mir aus dem Anodazu mal. Ihr findet natürlich wie immer den Link zur Buchung unten in der Beschreibung. Also wenn ihr mal Lust habt, hier Urlaub zu machen, gerne buchen. Eine absolute Empfehlung von mir. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt wie immer dem Video einen Daumen nach oben. Ich freue mich auf eure Kommentare und falls ihr es noch nicht getan habt, klickt auf Abonnieren und abonniert auch die kleine Glocke, dass ihr kein Video von mir mehr verpasst.